نعم أحسن الله وإياك. Schiff, wenn es mehrere Unterrichte zu einer gewissen gleichen Zeit gibt, an welchen Kriterien priorisiert man einen Unterricht gegenüber dem anderen Unterricht? Was meinst du jetzt? Beispielsweise jetzt zwei von Ahlus Sunna machen Unterrichte zur gleichen Zeit um 19 Uhr. Zwei Lehrer, zwei Brüder, zwei Gelehrten von Ahlus Sunna machen Unterrichte. Zu welchem Unterricht soll ich gehen oder welchen soll ich hören? Willst du jetzt die religiöse Antwort oder willst du jetzt die Sozialmedien-Antwort? Sozialmedien-Antwort, wer sympathischer ist oder wer mehr Anhänger hat oder wer bekannter ist. Verstehst du? Ich meine, es gibt manche Leute, die in Sozialmedien jetzt die treten auf, Allah al-Azim, das ist Schande, Schande. Aber die Leute mögen Art oder sowas. Aber jetzt religiös, schau mal, zum Beispiel. Du hast zwei Brüder bieten zwei Unterrichte an. Ein bietet Hadith-Unterricht an, ja, und ein bietet Tafsir-Unterricht an. Okay? Und einer bietet Motivation an. Die meisten Leute gehen zur Motivation. Wenn es zur Debatte kommt zwischen Schia und Sunna, auch findest du viele hier, bei Hadith weniger, bei Tafsir weniger. Aber für dich jetzt, wenn du Tafsir gelernt hast und du hast zum Beispiel, du willst Hadith lernen, dann gehst du zu Hadith. Das ist sozusagen wie Schule. Und du hast Vorlesungen. Du kannst das nehmen, das nehmen, das nehmen. Das hat mit der Zahl nichts zu tun. Bitte vergiss diese Sache mit Quantität. Quantität. Vergiss das. Es kann sein, wir sind hier 5 Leute, okay, oder 10 Leute, die sind besser als 1000. Weil diese 5 oder 10 lernen ihre Religion, praktizieren und ihr Bittgebet, vielleicht einer von ihnen, Allah nimmt sein Bittgebet an. Und die 1000, die haben nichts. Deshalb lasst diese Sache mit Quantität, redet über Qualität. Und bei Unterrichten hier, was für dich wichtiger ist in diesem Zusammenhang? Ich meine, manche Leute, okay, zum Beispiel, überleg dir jetzt, wir reden über Usul al-Fiqh. Usul al-Fiqh reden wir. Und es gibt jemanden, der gestern den Islam angenommen hat. Ich meine, willst du den Usul al-Fiqh-Unterricht für ihn anbieten? Natürlich, dieser Bruder, der gestern den Islam angenommen hat, der wird sich eher besser aufgehoben fühlen bei einer Motivationsrede, weil er motiviert wird. Aber das ist kein Wissen. Motivieren ist schön, aber das ist kein Wissen am Ende. Wissen ist, dass du sitzt und verstehst, was das ist, was das bedeutet, wie die Sache ist. Und deshalb, ich bin für Unterrichte, ich bin dafür, dass wir etwas Gutes anbieten. Schau, ich sage dir ganz ehrlich, warum beten wir? Jeder Muslim kann uns einen Vortrag jetzt machen, warum beten wir? Warum fasten wir? Jeder kann das machen. Aber, dass du die Grundlagen vermittelst, kann jeder. Und deshalb sagen die Gelehrten, man hurimal usul, hurimal usul. Wer die Grundlagen nicht gelernt hat, der wird auch nicht das Ziel erreichen. Und nicht alle Leute werden auch Schüler des Wissens. Verstehst du? Deshalb gibt es Leute, die nach Wissen suchen und sowas. Aber am Ende, das ist der Person überlassen. والله تعالى على علم es gibt keine Verpflichtung in diesem Zusammenhang. يا ذاكر الأصحاب كن متأدبا